ich begrüße euch auf eine Tasse mit Marc Nieuwerthberg. Aus deiner Sicht, was macht eine Transformation erfolgreich? Dass wir uns bei Veränderungen wirklich auf das, wie wir arbeiten, konzentrieren müssen. Es geht nicht immer nur ums Was, sondern es geht auch ums, wie wir etwas machen. Und das ist der entscheidende Faktor. Was waren dabei die Roadblocks bei euch? Ich glaube, dass ein wichtiger Roadblock zum Beispiel im Thema Innovation war, dass wir von Innovationsmanagern eigentlich erwartet haben, dass sie a. innovativ sind und b. auch noch Supermanager, die Riesenteams managen können. Mit dem iHub, mit dem Pool, managen wir eigentlich die Ressourcen anders. Und jeder kann für sein Projekt aus dem Hub sozusagen Leute rausholen. Und das war wahnsinnig wichtig. Gab es so einen Moment, der besonders herausstechend war, ein konkretes Erfolgsbeispiel? Dass wir als Leadership-Team und auch als T&I anfangen, uns eigentlich ja, wirklich offener mit Erfolg und Misserfolg zu beschäftigen. Weil ich glaube, das ist für den Innovationsbereich ganz wichtig. Also Innovation ist verbunden für mich im Prinzip mit Scheitern. Und wenn du nicht darüber redest, dass etwas gescheitert ist, dann wirst du auch nie darüber reden können, dass etwas erfolgreich ist. Danke dir, Marc.